Seid gegrüßt zu einer weiteren Runde Bleach Brave Souls. Heute wollen wir mal über ein aktuelles Event reden, was tatsächlich nur für ein paar Tage hält. Deswegen würde ich einfach mal jeden empfehlen, sich da möglichst direkt drum zu kümmern. Und zwar gibt es gerade eine bestimmte Koop-Quest, die gemacht werden kann. Ich öffne uns die hier mal gerade so für einen Spaß im Hintergrund. Das ist hier nämlich Karakura Christmas Chaos. Und da seht ihr auf der rechten Seite schon, man kann einen 5-Sterne-Charakter kriegen und man kann ein 4-5-Sterne-Ticket kriegen. Den 5-Sterne-Charakter, um den es hier geht, das ist Power Hitsugaya, nicht der, den ihr euch gerade wahrscheinlich alle wünscht, nicht der Blood War Power Hitsugaya, sondern ein sehr, sehr altes Modell, sage ich mal. Den gibt es eigentlich sofern nur über Events, den gab es letztes Jahr tatsächlich, gab es genau dieselbe Aktion im Grunde. Heißt im Grunde, man macht diese Koop-Quest ein paar Mal und hat jedes Mal die Chance, diesen Hitsugaya dazu bekommen. Ihr seht ja an der Seite, ich habe das damals schon recht viel gemacht, habe einfach direkt auf 5 von 5 gefarmt, weil warum auch nicht, wenn man die Chance hat. Spielerisch ist der, ja, kann man sich eigentlich schon denken, der ist nicht wirklich brauchbar heute. Ich meine, das erkennt man in der Regel schon an dem alten Model, was er noch hat. Der ist nicht mehr wirklich up-to-date, auch die Stats und drum und dran. Da braucht man sich nicht so drum kümmern. Aber es sind Free Orbs und Free Orbs sind doch immer wieder mal willkommen, würde ich meinen. Deswegen, ganz dicke Empfehlung, das Ding einfach mal zu farmen. Ich mache das mal im Hintergrund mal auf. Was empfohlen ist von Caleb, weil es hier relativ viele Gegner gibt, die Freeze-Effekte haben, die euch einfrieren können, dass man Christmas-Charaktere nimmt, deswegen sind die auch so prominent hinterlegt, weil Caleb ist hingegangen, hat gesagt, okay, wir empfehlen halt so Freeze-Reduction, aber wenn man einen Christmas-Charakter nimmt, die haben eingebaut 100% Freeze-Reduction für diese Quest. Das ist nichts Generelles, das ist nur für dieses eine Ding hier gemacht. Und bietet sich entsprechend an, einfach Charakter zu nehmen, wenn man irgendeinen Christmas-Charakter hat. Ich habe hier noch Christmas Halliball, der ich immer eine Reserve für sowas, kann man da problemlos für nehmen. Guck mal, ob ich hier im Hintergrund noch so dann irgendwie zum Laufen kriege, dass man noch ein bisschen Eindruck von haben kann. Ist gerade dadurch, dass wir mittlerweile Automode haben, lächerlich einfach. Also kriegt man wirklich sehr problemlos hin. Ihr seht, geht gratzfatz, da sind die Leute nämlich gerade aktuell am Farmen wie die Bekloppten. Ich kann es halt auch nur empfehlen, weil A, gratis Charakter, B, man kriegt über die Orders, wenn man jedes einzelne von diesen Dingern einmal gemacht hat, auf jeden Fall 4-5-Sterne-Ticket. Vielleicht hat man da Glück, was drin zu ziehen. Freundin hat da tatsächlich keinen rausgezogen, ich leider nichts. Und was auch dazu zu sagen ist, das gab es letztes Jahr meines Erachtens nach aber nicht. Diesmal gibt es hier diese kleinen extra Bonusräume, die man auch so schon aus der Inheritance und ich glaube auch aus dem Extreme Koop, ich glaube da gibt es sie mittlerweile auch drin, kennt, wo man halt Glück haben kann, dass da so ein paar extra Items mit drin sind. Und da können drin sein Hugikus, da kann drin sein Hugikus Bill. Beides mittlerweile durch Cons Corner herzlich uninteressant. Aber, was drin sein kann, 4-Sterne-Herzen. Und zwar, wenn man den Raum hat mit den 4-Sterne-Herzen, gleich 2 Stück. Ich bin jetzt den Tag über ja schon die ganze Zeit so fern am Farmen gewesen. Ich bin mittlerweile, glaube ich, bei 20 Herzen angekommen. Also die Rate dafür, die ist tatsächlich sehr brauchbar. Gut, ich farm heute auch schon recht aktiv, das sei dazu gesagt, aber kann man durchaus mitarbeiten. Man kann ja schon fast so rechnen, ein 4-Sterne-Herz sorgt ja quasi dafür, dass man 3-Sterne-Item schon fast voll hat. Also ist es quasi, wenn du gleich 2 kriegst, hast du gleich eine Fusion von 4-Sterne-Item geschenkt. Das ist, ja, das ist schon sehr, sehr brauchbar, würde ich mal einfach meinen. Und, ja, hier rennt man halt so sehr simpel durch. Gerade hier, wenn wir jetzt noch einen Healer mit dabei haben, also wenn irgendjemand die aktuellen Weihnachtscharaktere so gekriegt hat, sprich Rukia, Riruka oder Uhuru, gerade Uhuru hier in dem Fall, sich keine Gedanken machen. Also kannst du auch ohne Equip nehmen. Ich habe auf dem zweiten Account Uhuru losgeschickt, ohne Equip, ohne alles. Die ist da einfach durchgerannt. Das war gar kein Thema. Ja. Kann ich, wie gesagt, sofern tatsächlich einfach nur jedem empfehlen, der das für mich gemacht hat. Die das von letztem Jahr kennen, einzig ein bisschen doof ist halt, das ist halt original der Hitsugaya, den wir letztes Jahr schon bekommen haben. Deswegen ist der da leider herzlich uninteressant für uns. Halt nur für die das halt nicht mehr erlebt haben oder halt nicht gemacht haben damals. Dazu kommen noch 3 4-Sterne-Charaktere, eine Orihime, eine Rangifu und Rukia? Ja, Tech Rukia war das, glaube ich. Die sofern auch schon alle da gewesen sind, zumindest hatte ich die Ops für die schon, einzige Ausnahme Rangiku, blaue, ich weiß nicht, ob sie schon mal gab, ich habe sie zumindest nicht gehabt, und das heißt, dass sie zumindest im letzten 500 Tagen irgendwie nicht so zu bekommen war, meines Erachtens nach, heißt, die dürfte eigentlich recht neu sein, würde ich mal meinen. Insofern auch da wieder ein gratis Spot von Orbs. Kann man summa summarum, also, wenn man hier noch gar nichts bekommen hat, oder also zumindest den 5-Sterne-Charakter letztes Jahr nicht bekommen hat, würde man so zumindest 3x 35 und einmal, was sind das, 50 plus 75, 125 Orbs kriegen.
Was sind das? 70, 105, 200, 230. 230 Orbs, die man mal eben für lau kriegen kann, wenn man da tatsächlich noch nichts hat. Insofern sehr nett. Gucken wir mal, ob wir für den noch was bekommen haben. Ihr seht ja, es ist 1 Minute 38, also ganz fix durchgerannt. Wir haben hier die besagte Rangiku bekommen. Leider kein Hitsugai hier mit drin, leider kein extra Raum. Aber auch so, es gibt Crystals, es gibt Jewels, es gibt 2-Sterne-Items, es gibt Herzen. Ich weiß gar nicht, ob Crystals dabei, aber ich sehe jetzt gerade nur noch die Jewels. Es gibt auf jeden Fall Zeug im Massen. Ich kann es nur empfehlen, das Ding, solange es da ist, komplett durchzufarmen. Und das ist jetzt auch nur für, ich glaube, 3 Tage war das aktiv. Muss ich mal eben nochmal gucken. Ich glaube, es waren tatsächlich nur 3 Tage. Deswegen, ja, stürze ich drauf, würde ich meinen. Ja, 3 Tage, also 4 Tage insgesamt mit heute insofern eingerechnet. Alles einmal abklappern fürs Ticket und ein paar Mal fahren für Zugang, ja. Ja, relativ kurzes Infovideo, weil ich einfach mal rausgeben wollte, weil es halt wirklich eine Chance, die man nur einmal im Jahr hat und ihr würdet euch ärgern, wenn ihr das vermissen würdet. Deswegen kann ich das nur herzlich empfehlen. Ja, das wäre es dann auch eigentlich jetzt schon wieder von meiner Seite. Morgen, 23.12. um 13 Uhr geht der große K-Lab Bankai-Stream an. Das würde ich nochmal so zur Empfehlung mitgeben. Da werde ich auf jeden Fall auch noch sofern mitgucken. Sofern ich was sehen kann, weil ich 15 Uhr dann in Star Wars gucken gehen werde, leider. Das heißt leider, ich freue mich schon drauf, aber dann möchte ich die Infos halt nach dem Stream lesen. Schade, hätte ich eigentlich gerne sogar mit live gemacht, aber machen wir dann im Nachhinein. Und auch da werde ich dann, denke ich, mal wieder zusammenfassen, was da so alles Wunderschönes passiert ist. Ja, und dann wie gesagt, war es von meiner Seite. Ich wünsche ein schönes Wochenende, ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit, wenn man sich bis dahin nicht mehr hört. Und ansonsten bis dann. Ciao. 僕なんかのためにわざわざどうもありがとうさん。